Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Wir stehen zwar am Boot, aber das bleibt heute im Trocknen. Der Wind macht die Köderkontrolle hier fast unmöglich, ey. Fisch, Fisch! Tobi, be careful! Geiler Biss auch. Very good, Tobi. Very good. Such a nice fish. Come on, don't fall in now. Before the shore, it's not that bad. Riesenfisch, Riesenfisch. Oh. Der Schlank, das ist der. Das ist eine Keule. Guck mal, was der für einen Rücken hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Wir stehen zwar am Boot, aber das bleibt heute im Trocknen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir haben extrem Wind. Ich glaube, Windstärke 8 oder so, ne? Keine Chance. Ja, also es geht, aber es macht halt gar keinen Spaß und man wird nass und so weiter. Und bei der Zander Pro, die wir jetzt fischen werden, ab morgen mit Tobi, gibt es auch einen Uferpunkt. Das heißt, wir müssen Uferspots erkunden und das machen wir heute mit Felix und mit Tobi. Also bleibt dran und bis gleich am Wasser. That's German culture, my friend. Bis mal. Alter. You like that? Auf einmal. Was? It's so good. Und ich flieg dich. Flieg dich nicht. Und ich brauch dich. Ich auf dich steh. What the Germans listening to? Ist egal. Ist bad. Bad music. You must be know only one word. Egal. Sag nichts. Sag nichts. Egal. Wir sind jetzt hier am ersten Spot angekommen. Vielen Dank an Daniel Weyers. Könnt ihr mal alle abchecken. In der Videobeschreibung steht auch sein YouTube-Kanal. Der hat uns nämlich die Spots hier genannt. Sehr netter Kerl. Kennt ihr ja auch schon von unserem Kanal. Ja, wir sind auch schon alle fertig, bis auf Felix. Der war noch im Auto und hat noch ein bisschen getanzt, weil wir hatten echt eine lustige Fahrt. Aber Sachen packen und los geht's. Oh, da ist ein Kormoran. Echolot des armen Mannes. Die Fische sind also hier. Der Wind ist auf jeden Fall super. Holland-typisches Wetter. Egal. 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 Lange Frühstück, wa? Der Wind macht die Köderkontrolle hier fast unmöglich, ey. Aber ein bisschen schwerer gehen. Ich fische jetzt 14 Gramm. Mal auf 18 hochgehen. Ja, jetzt hatte ich den ersten 50er so. Der Kameramann war ein bisschen weit weg, also Mattes, weil Felix und Tobi noch da hinten geangelt haben. Also kein Problem, war jetzt kein Riese. Aber es geht was, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Fisch, Fisch! Barsch, glaube ich. Wenn es ein Barsch ist, ist es ein guter. Nee, es war ein Zander. Landest du den für mich, bitte? Super, Felix, danke dir. Ja, erster Fisch. Erster gelandeter Fisch. Heute haben sie auf jeden Fall richtig Bock. Der hat den, guck mal, das ist so ein 50er, approved auf jeden Fall für die Zander Pro. Und die haben den, der hat den richtig weggepfeffert. Ja, der hat jetzt zwei Fische gefangen hier. Sehr geil. 10.01. Sehr gute Farbe. Schöner Fisch vom Ufer hier. So darf es weitergehen. Bisschen größer dürfen sie werden. Aber was sagen, 5 Würfe, 2 Fische, nicht so schlecht. Der darf natürlich wieder schnell schwimmen, hier in Holland üblich, dass man die Fische wieder freilässt. Cool. So, Großer, schick mal deine Mama vorbei. Ciao. Oh, geil, guck mal, wie er so wegschwimmt. Cool. Nicht hinfallen. Zwei Fische natürlich auch immer ein bisschen in Relation stehen zu dem, was man machen will. Es gibt 3 Punkte, also 3 Möglichkeiten, einen Punkt zu bekommen pro Tag bei der Zander Pro. Das ist einmal die größten 5 Fische. Da haben die beiden uns jetzt nicht weitergeholfen oder hätten sie nicht weitergeholfen. Der größte Fisch des Tages und der Numbers Point, also die meisten Fische des Tages. Wenn das so weitergeht, jetzt 5 Würfe, 2 Fische und die wirklich so viel beißen, dann könnte man darauf spekulieren. Aber wir müssen noch viele andere Sachen probieren, um da wirklich jetzt mal eine Taktik uns zu erarbeiten. Deswegen, Felix, ich würde sagen, wir... Nächste Buhne gleich. Ja, gehen in die nächste Buhne, oder? Der Plan ist, die Buhnen ganz schnell abzuangeln, um uns ein bisschen einen Überblick zu beschaffen, wo die Fische sind.
Und wir merken uns die Buden, wo was ging. Da versuchen wir es dann bei der Dämmung nochmal. Das Ding geht schon weiter. Wir gehen gleich hinterher. Nächste Buhne. Tobi hat sie zwar schon angefischt. Wollen wir sie gleich überspringen, wenn Tobi schon dort war, oder? Ja, können wir mit ihm quatschen, was da ist. Genau, vielleicht ging ja was. Genau. Das Gute ist, es wird gleich dunkel, aber man darf in der Sanderpfuhl tatsächlich auch im Dunkeln fischen. Und der Zander ja gerne in der Nacht raubt. Und wir in den letzten Tagen Erfahrung, wir hatten die größeren Fische auf jeden Fall nachts. Alle in der Nacht, definitiv. Ja, deswegen versuchen wir, glaube ich, auch die Hälfte tagsüber zu machen und die Hälfte abends. Ich glaub, das denke ich auch sinnvoll. Wir fangen jetzt mal relativ klein an mit den Ködern, werden auch noch mal größere fischen. Genau, beide jetzt gerade mal 5 Inch. Ich glaube, Tobi hat sogar ein 3,5 Inch drauf, ja. Was ganz Kleines. Einfach nur, um ein bisschen zu checken. Ja, vielleicht Numbers Point auch, weißt eben, du? Eben, Numbers also, Point, die kleinen Fische. Genau. Aber manchmal wollen die Fische auch einfach Kleinzeug. Ja. Und vielleicht ist es ja heute so. Deswegen ein bisschen breiter aufstellen und mal schauen, was geht. Tobi, be careful! A Tobi, wolf! A wolf! He's aggressive! Hey! Oh, we caught two in the last, but not big like this. Okay. But we had two there. What do you use for a bait? Soft baits like this. Oh no. Thank you. There's a lot of rocks here and I got snagged, so I had to retie the rig. And since Dustin's using a big one, the 5-inch, I'm gonna try a smaller one since we're training for Sander Pro. See what works best. Ja, Tobi und Felix, beide Hänger. Jetzt muss ich hier den Fisch fangen. Ihr seid aus dem Rennen, Jungs. Ja, so ist es halt beim Uferangeln, Dustin. Da kann man mal nicht schnell über den Spot fahren und den Hänger lösen. Müssen wir uns dran gewöhnen. Ja, gut, dass ich den Hänger nicht habe. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich nasse Füße, ey. Und ein fucking Hänger, Alter. Wie krass. Jetzt hat er es gesehen. Scheiße. Ja! Hast du? So machen das die Profis. Die brauchen kein Boot, um über den Hänger zu fahren. Frei! Der Wind macht den Köderkontakt echt schwierig, muss man sagen. Ja, Felix probiert es immer noch, so den Hänger zu lösen da hinten. Seit 5 Minuten, glaube ich. Oh, fuck. Zu faul, neu zu montieren, kann ich auch verstehen. Aber genug Köder haben wir dabei, daran sollte es nicht liegen. Jetzt bin ich hier der Packesel, weil die Jungs da alle am Hänger lösen sind, muss ich hier alles schleppen. Naja, wir sind ja ein Team. Außerdem gibt es Karma-Punkte und deshalb den ganz dicken Zander heute noch. Ich konnte ihn retten. Ich bin einmal um die komplette Buhne gelaufen. Und nach gefühlt, ja nicht nur nach gefühlt, es waren tatsächlich, glaube ich, 5 Minuten. So lange habe ich schon lange nicht mehr an dem Hänger rumgefummelt. Aber ich konnte ihn befreien. Ich musste zwar das Vorfach ein kleines Stück kürzen, da das Fluo ein bisschen beschädigt war. Aber Köder und alles sind wieder da. Gleich eine richtig gute Zeit. Ich denke, ihr seht es im Hintergrund, die Sonne geht gerade unter, richtig schönes Licht. Aber der Wind, schrecklich, macht die Köderkontrolle total schwierig. Wir haben zwar keine allzu schweren Köpfe drauf. Genau deshalb, ne? Ja, ist schwierig, die zu kontrollieren. Ja. Weil, wenn du zu schwer fischst, die jetzt nicht so tief ist, dann hast du da einen Hänger. Genau, und wenn du zu leicht fischst, ist mit dem Wind scheiße. Also, bisschen schwierig gerade. Ah. Riecht fast wie das Abendessen. Später Döner, oder? Ja. Oh, 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 Plastik! Ah, kriegen wir, keine Sorge. Jawohl, das ist Einsatz. War das jetzt Hausfriedensbruch? Das war Hausfriedensbruch, aber besser als... Besser als den Dreck bei fremden Leuten liegen lassen. Ja, komm, weiter. Geht's weiter. Ja, ich weiß ganz genau, warum du das filmst, du Arschloch. Weil du denkst, ich leg mich jetzt aufs Maul. Die Schuhe sind so fucking rutschig. Oh, der ist nicht mehr approved. Das denn? Das ist auch noch nicht die Zielgröße. Nee. Der darf schnell wieder zurück. Danke. Fische sind da, aber wir brauchen natürlich größere. Ah, das tut mir jetzt leid. Guck mal, Felix. Die Rute ist zwar drum, aber... Scheiße. Ist leider nur ein Hänger. Weil er meinen Fisch gelandet hat. Naja, dafür sind wir ein Team. Tut mir leid. Der Fisch war 40 cm. Und ich hatte einen riesen Schnurbogen. Und trotzdem ist der reingeknallt wie ein großer. Wahnsinn. Best one from today, Tobi. Geil. Ich habe gerade noch gesagt, ey, das sieht so aus, als ob die Fische stehen. Das ist tatsächlich direkt einer eingestiegen. Jetzt 55, Tobi. Köder. Und doch ein ganz schöner Fisch. Geiler Biss auch.
Und zwar, ich hatte erst einen Biss, hing nicht und dann direkt nochmal einen eingestiegen. Der schwimmt natürlich. Gut. Die Fische sind hier, die Fische sind aktiv. Ja, aber mir wollen sie aber irgendwie heute noch nicht so richtig beißen. Ich konnte noch keinen einzigen Kontakt verbuchen bisher. Hoffentlich. Wir haben ja noch einiges an Zeit jetzt. Geduld. Fisch! Ah, lass es. Hey, the next one, Tobi. Wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Ein paar Fische haben wir hier gekriegt, aber das ist eigentlich noch nicht genug. Wir brauchen ja noch eigentlich viele oder große. Haben wir beides nicht gekriegt? Nee, leider nicht. Aber wenigstens konntest du ein paar fangen. Ich leider nicht. Aber am nächsten Spot hoffentlich dann. Kommt. Tobi, ready? Ja, eigentlich. Ein bisschen ready? Ein bisschen? Ja, mittlerweile ist es dunkel geworden. Es geht jetzt zu dieser Jahreszeit sehr schnell. Aber hoffentlich beißen jetzt auch die Dicken. Weil die, die wir jetzt hatten, waren jetzt nicht so groß. 55 war vielleicht der größte, vielleicht ein bisschen größer. Aber vom Ufer, glaube ich, musste schon ein 70er bringen, um den Big Fish Point zu kriegen. Gucken wir mal, vielleicht sogar ein 80er. Die sind hier drin und die angeln wir. Jetzt. Wir sind jetzt mittlerweile schon am nächsten Spot, haben auch schon die zweite Buhne abgefischt, aber bis jetzt leider noch gar nichts. Hoffentlich kommt hier noch irgendwas. Wenn nicht, wir haben noch einige Spots im Petto, die wir jetzt gleich abfischen werden, aber bis jetzt hat sich leider noch nicht viel getan. Mittlerweile ist es schon komplett dunkel, aber wir haben hier einen ganz coolen Spot gefunden, der auch ein bisschen beleuchtet ist. Ja, ich wollte jetzt mal Wobbler probieren in der Dunkelheit. Da habe ich meine Wobblerbox, Zander-Wobblerbox zu Hause vergessen. Deswegen probiere ich es trotzdem mal mit einem Crank. Nicht optimal, aber mal gucken, vielleicht wollen sie ein bisschen was anderes. Die Buden sind relativ tief, deswegen kann ich hier auch mit dem Spitze hochnehmen. Im Mittelwasser fischen, das könnte schon funktionieren. Jawohl, good one. Good one? Yes. Net? Yes, maybe, actually. Oh! Yes, it's a good one. Could be a net fish. Yeah. Very good, Tobi. First, very good. Yeah, this is. It's a pike. No, it's a decent sounder. Nice, Tobi. That's good. Yeah, this is a good sign. Actually, it's quite long. Fish. This is It's a 70 fish. Yeah, this would have been perfect if it would have been a sounder pro. Oh, that's really nice fish, Tobi. Yeah. Pooh, yes, boom. Boom, shakalaka. Take it. It's already released. It's such a nice fish. It's 0.5. Look at the sander. It's super nice from being from the shore in the night. And it was a hard strike. And it was super strong, like it almost took line in the beginning. Such a nice fish. I think it's like 72 or something. And in Sander Pro, I think this would have been a really good fish. Maybe not the top fish, but for the top five, I think this would have been very good. Time to put this on the back so we can catch it in 2 days when we are fishing Sander Pro. We know where this one swims. Such a beautiful fish. And now I'm wet. What a release. That one was lively and angry. And I took on this one, the C05. And this one has been working really good during the training of Sander Pro. So I'm going to stick to it, especially during the night. So I'm going to stick to it. And I'll put the stinger here. And this is fluo orange, so it's UV color. I don't think it matters, but who knows? Maybe they see this hook with UV and attacks it. So, ich habe jetzt 20 Würfe mit dem Wobbler gemacht. Wie gesagt, kein richtiger Zanderwobbler, aber da Tobi den großen jetzt auf dem Gummi gefangen hat, wechsle ich das auch wieder auf dem Gummi. Das Vertrauen ist doch irgendwie gerade größer. So, gleiche Farbe, 10.05. Funktioniert in der Nacht sehr gut. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch Einbildung, aber es kann natürlich sein, dass es eine Fluorfarbe ist. Ich hatte das Einfluss darauf. Richtig motiviert wirkst du nicht mehr, mein Freund. Nee, ich habe leider bis jetzt noch keinen Biss gehabt und so nach 3-4 Stunden Angeln ohne Biss, kennst du es selbst. Nein, irgendwie. So, das kenn ich nicht. Kennst du nicht? Das kenne ich nicht. Ich kenne es leider ab und an und irgendwann fehlt ein bisschen die Motivation, aber wenn wir jetzt wieder am neuen Spot ankommen, denke ich, ist die gleich wieder da. Denke ich auch. Ich finde auch immer, so ein neuer Spot gibt immer wieder dann immer wieder einen neuen Boost. Ja, weil man denkt so, oh ja, hier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mittlerweile sind wir jetzt schon am dritten Spot angelangt und jetzt hat sich für mich immer noch nichts getan. Langsam wird es echt Zeit. Wenigstens einen kleinen, nur ein bisschen. Das Ego. Yes.
I'm stuck with the lure like 1 meter in front of me and I can't reach it because I don't have rubber boots, but I don't want to retie it. So I'm putting some stones that's here on like a plateau so I can walk on the plateau and then get my lure because I don't want to retie it. Come on, don't fall in now. Oh, this is so annoying. 10 more centimeters! Come on! It took you now 10 minutes. Retying would have taken 5 minutes. I got it! Finally! Good lure! Don't want to lose that one. Actually, now we are on the way on the big fish spot where Daniel the Weyers gave us. And they have caught really good there lately, so I think we're gonna just stay there for the rest of the night. War zu faul, neu anzuknoten. Hat jetzt 10 Minuten hier Stein ins Wasser geworfen und ich dachte mir so, jetzt beißt bestimmt der ganz dicke Zander. Ja, die Fische sind jetzt hier weg, das heißt, wir können wahrscheinlich auch den Platz wechseln. Aber ich gucke jetzt den Köder wieder, das ist ja auch viel wert. Let's go! Ja, ich habe gerade auf einen schwarzen Köder gewechselt. In der Theorie sagt man ja, dass das gegen das Mondlicht besonders gut wahrnehmbar ist für die Fische. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mit schwarzen Ködern in der Nacht und bei trübem Wasser schon sehr gut gefangen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ja, man muss sagen, seit 2 Stunden haben wir jetzt fast nichts mehr hier. Die Fischen ist eigentlich total off. Die beißen nicht. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr daran glaubt. Es gibt ja diese Theorie, dass man nach Vollmond nicht so gut mehr fängt. Ich glaube da eigentlich nicht so dran, aber gerade sieht es komplett danach aus. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen damit gemacht habt und wünscht uns Glück, dass da noch was geht. Echt eine Weile gedauert hier, aber es war ein schöner Biss. Der hat ihn auch voll weggezogen und ich habe gerade auf den schwarzen gewechselt. Hier noch gesagt und dann kam Gott sei Dank hier doch noch ein Fisch und der ist nicht ganz klein. It's 65 maybe? Or 60? 60 at least. Vielleicht hat er sogar 65, was sagst du? Ja, 60. Ja doch, der ist größer als man denkt. Ja, schwarzen Köder, 10,04 Predator. Geil. Before the shore it's not that bad, I think it's 62 or something like that. Felix, was meinst du, wie groß das ist? Ja, 60 hat auf jeden Fall, schöner Fisch. Ja, ne? Schöner die Stachel abstellt, der Liebe. Toller Fisch. Ja, 60 ist er locker. Ja. How big is it? I think it's 65 minimum. Oh, same size as mine. Oh, maybe big fish. Yes. That's good. Now they might stop biting. 200 in a short period of time, like 1 minute between them. Now it's starting to get somewhere. Yeah, I think that could be close to 70. It's not hooked correctly on this hook, but the thing is, it's hooked correctly on the stinger, and as you can see here, the stinger is quite far out in the mouth. It didn't really go for the lure, it just nibbled in the tail or something. There we go. Bright lure. I think it's 70, Dustin. It's quite long, to yeah, be honest. I think so too. I think it's kind of the same size as the first one. So 270s and 165. That would have been really good in Standard Pro. And then we should have one or two more kickers. Like, is that Dustin? Yeah? If you catch a 90 centimeter Sander, I catch an 80 centimeter. Do okay. We have a deal? Okay. Perfect. Bye bye. Such a nice release compared to the first one. It just swam slowly away. And now, let's catch another one. I take the 80s now, Dustin. Was ist Netz? Very good fish. Very close to the shore. Ah, not that big. What, 70 maybe? Yeah. Can you net it? Nice bite. Now you have the stinger and the... Oh, fuck. Now you have the stinger and the... But what? You cannot do it. No, don't do it, please. Team chaos again. Ah, oh, now we can put it in. Ah, I think that's the biggest one from today, yes. Right? Yeah, it's richtig schön. Well done. Oh, sehr gut. I think, Tobi, that's a good plan.
To go here, yeah? Yeah. This would have been Sanford, it would have been great. Yeah, I think so too. What's the time? 20 minutes past 10. Quite late, but cool. Der Fisch ist hier im Wasser, deswegen können wir ein bisschen quatschen. Ja. Fisch, Riesenfisch, Riesenfisch. Oh, Catfish? Fuck, weg! Catfish? Fuck, hast du es gesehen? Ja, ja. Na, Alter. Fuck, guck mal auf die Spuren. That was a really big fish. Yeah. Wenn das ein Zander war, dann war es ein Meterfisch, Alter. Ja. Yeah. In the yellow. Alter, ich hab gedacht, das wäre ein Hänger. Das war ein richtig dicker Fisch. Boah, ich hab grad meinen ersten Biss bekommen und es war ein Monsterfisch. Meine Bremse ist komplett zu. Der ist gleich in die Bremse rein. Aber nach 5 Sekunden war er wieder weg. Schade, Mann. Wenn das ein Zander war, dann war es ein Monster. Das war ein richtig dicker Fisch, ja. Aber hätte auch was von außen gehackt sein können. Ja, schöner Fisch. Die 70 hat der gut geschafft. Hat der gut. Vielleicht ein bisschen drüber, 74. Die sind hier schön schlank im Fluss. Das heißt schön schlank. Die sind hier schlank im Fluss. Und der darf schnell wieder schwimmen. Boah, Felix, ey, das ist echt ärgerlich, ne? Das war ein richtig dicker Fisch. Ja. Ich hab das in deiner Route gesehen. Das war der erste Biss, den ich heute hatte. Wow. Hätte ich mir fast verdient gehabt, nach so vielen Stunden Angeln ohne Fisch. Ich hab noch gesagt, ey, du fängst den Großen heute dafür. Also wenn es ein Zander war, dann war das ein Fisch von deutlich über 80 cm. Ja, das war echt Wahnsinn. Also ich hab's in der Route gesehen, dachte, wow. Ja. Oder es war vielleicht auch ein Waller, aber es war gar kein Schleim am Köder oder an der Schnur. Aber es war auf jeden Fall was richtig Großes. Ja. Schade. Aber vielleicht kommt noch was. Ja, jetzt bin ich wieder schon ein bisschen motiviert auf jeden Fall. Ja, die fangen ja jetzt gerade auch gefühlt an zu beißen, ne? Ja, wir haben jetzt binnen kürzester Zeit 2 richtig schöne Fische gehabt. Ja. Und den ich jetzt noch verloren hatte. Ja. Ja, jetzt ging es mir so wie Felix, hat einen richtig dicken Fisch drauf. Puh, mit schönem Biss und allem drum und dran. Das war locker die 80er Klasse, wenn nicht noch größer. Und ja, der hat den Köder jetzt total zerstört, muss neu montieren. Suche gerade wieder meinen schwarzen Köder, weil der hat jetzt wirklich ganz gut Bisse gebracht. 10:04 in der Nacht und bei trübem Wasser. Absolute Waffe. Bin noch voll am Zittern. Scheiße, ey. Wirklich nicht gut. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Gott sei Dank ist nicht Sender Pro, also Wettkampf. Wisst ihr ja, da ist man richtig fertig, wenn man so Fische dann verliert. Weiter geht's. Ah, not the biggest one. Der ist lang, das ist der. Das ist eine Keule. Das. Krass. Last Cast. Guck dir mal den Fisch an. Ich hab grad noch gesagt, Last Cast. Der könnte 80 Gramm. Der sah total klein aus im Wasser. 80. Das ist definitiv der größte heute. Guck mal, wie der den Köder weggeht. Saugt. Guck mal, was der für einen Rücken hat. Also wir haben schon 2 Keulen verloren heute. Und also meiner davor hat sich viel größer angefühlt als der hier. Guckt euch mal diese Keule an, Alter. Das ist richtig gut. Das ist ein 80, it's 80, I think. Yes, the good one. Und es war wirklich von dir angesagt, der letzte Wurf. Ja, Last Cast TV. Ey, ist das geil. Also wenn es so jetzt läuft im Turnier, könnte man richtig, richtig gutes Fischen haben. Boah, fühl mal die Bäckchen, die sind lecker, ne? Der hat auch ordentlich was dran an dem Backen. Guckt euch mal den Rücken an. Guckt euch mal den Rücken an, richtige Kanone. Wow. Schade, dass nicht der Meshabot dabei. Ja, geiler Fisch, ey. Mega. Schade, dass du deinen verloren hast, aber einen richtig dicken haben wir noch bekommen. Eben, es ist wichtig, dass wir wissen, dass die Spots funktionieren. Ja. Auch wenn ich natürlich auch gerne eingefangen hätte. Ich habe hier eine Schneidernummer hingelegt. Passiert, ey, kennen wir alle. Das ist auch das Ende unserer Folge. Ich lasse ihn schnell frei. Guten. Schöner Fisch. Och, der will sofort weg. Geil. Wow. Liken, abonnieren, kommentieren, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal bei FirstCast TV. Felix, danke für deine Hilfe. Gerne. Und Tobi. Good work. Well, now we know that we might have a chance to Sander Pro. And fun to fish with you, Felix. Too bad you missed the big ones, but... Yes, but this is fishing. Yes. Okay, guys, let's go home.